Der Händedruck vor den Gesprächen war freundschaftlich. Trotzdem endete die erste Tarifverhandlungsrunde in der rheinland-pfälzischen Chemie ohne Ergebnis. Die Tarifverhandlungen für 68.500 Beschäftigte wurden vertagt. Ich fürchte, wir sind sehr, sehr weit von dem Ergebnis weg. Wir haben eine Forderung auf Gewerkschaftsseite von 4,8% für 12 Monate und haben auf der anderen Seite eine wirtschaftliche Situation, bei der wir seit 2011 Lohnsteigerungen von über 12% hatten, in der gleichen Zeit aber einen Produktivitätsrückgang von 4%. Dadurch ist eine Schere aufgegangen bei der Lohnentwicklung, die wir jetzt unbedingt stoppen müssen. Und dazu passen 4,8% Lohnforderungen auf gar keinen Fall. Die jüngsten Wirtschaftszahlen machen die Haltung der Chemiearbeitgeber deutlich. 2,8% Produktionsrückgang in der rheinland-pfälzischen Chemie, sogar 6,7% in der pharmazeutischen Industrie. Die Arbeitgeber wollen deshalb zu einer produktivitätsorientierten Tarifpolitik zurück. Das Problem ist, dass Verteilungsspielräume nur dadurch entstehen, wenn ich tatsächlich ein echtes Wachstum habe in der wirtschaftlichen Situation. Tatsächlich ist es aber so, dass wir ein relativ stabiles Niveau haben und nur von sehr geringen Wachstumsraten und Steigerungen ausgehen können. Deswegen hilft es uns nicht zu sagen, die wirtschaftliche Situation insgesamt ist nicht schlecht, weil der Zuwachs fehlt. Dazu kommt die Situation, dass wir eine sehr geringe Inflation haben, die unter 1% liegt, eine 0-Komma-Inflation. Auch die reduziert den Verteilungsspielraum. Ein weiterer Punkt in den Verhandlungen, die demografische Entwicklung. Jung und alt auf dem Tandem, die symbolische Botschaft der Gewerkschaft für Verkürzungen der Arbeitszeiten für ältere Arbeitnehmer, lehnen die Chemiearbeitgeber ab. Aus unserer Sicht ist diese Forderung eine Rolle rückwärts. Das Problem ist, dass bei Forderungen bezüglich 4 Tage oder 3 Tage Wochen oder Ähnlichem die ältere Generation flächendeckend mehr oder weniger entlastet werden soll, mit 2 Nachteilen. Erstens, die Produktivität und die Beiträge der älteren Mitarbeiter werden reduziert, die Kosten für das Unternehmen werden erhöht und das Ganze wird zusätzlich ausgetragen auf dem Rücken unserer jüngeren Generation, die diese Arbeitsbelastung zumindest zum Teil mittragen muss und mit ausgleichen muss. Das kann aus unserer Sicht keine Lösung sein. Verhärtete Fronten. Ende Februar soll in Kassel auf bundesweiter Ebene weiterverhandelt werden. Ergebnis offen. Wir werden sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch hart arbeiten müssen, um zu einem Kompromiss zu kommen, den wir normalerweise aber in der chemischen Industrie, wie sich das nach unserem Verständnis von Sozialpartnerschaft gehört, dennoch erzielen werden.